Herzlich willkommen zu Radio Gustav. Das ist Österreichs erster automatisierter Podcast. Hier gibt es die offiziellen Tagesmeldungen der Landespolizeidirektion Wien zum Nachhören. Das ist ein KI-generierter privater Service ohne Beteiligung des Innenministeriums oder anderer staatlicher Stellen. Sie hören Radio Gustav von Dienstag, dem 17. September 2024. Ich verlese Ihnen nun die neuesten Pressemeldungen der Landespolizeidirektion Wien. Missachtung des Rotlichts, Polizist erleidet Bruch im Zuge der Anhaltung. 16. September 2024, 3.15 Uhr. Vorfallsort 19. Heiligenstädter Straße. Weil ein Passant das Rotlicht zweier Ampel missachtete, hielten ihn Polizisten der Polizeiinspektion Hohe Warte an. Der Mann, ein 26-jähriger österreichischer Staatsbürger, wies sich mit einem Mobilpass aus. Im Zuge der Personenkontrolle rannte der Angehaltene plötzlich los. Ein Beamter erwischte den 26-Jährigen noch an der Jacke, jedoch riss sich dieser los und setzte seine Flucht fort. Dabei erlitt der Beamte einen Bruch an der Hand. Gegen den 26-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung ermittelt. Nach ihm wird aktuell gefahndet. Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls, Festnahme, 16. September 2024, 15 Uhr. 15. Vorfallsort 7. Maria Hilfer. Straße ohne zu bezahlen wollte ein 24-jähriger weißrussischer Staatsangehöriger mit zwei hochpreisigen Jacken im Wert von über 600 Euro ein Bekleidungsgeschäft auf der Maria Hilfer Straße verlassen. Dabei benutzte er einen präparierten Rucksack. Ein Ladendetektiv hielt den 24-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizisten der Polizeiinspektion Urban-Loritz-Platz an. Diese nahmen den 24-Jährigen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls fest. Nach der Vernehmung wurde der Beschuldigte über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Tag der Wiener Polizei, ein spannender Tag für die ganze Familie. Zeit, 21. September 2024, 10 Uhr bis 18 Uhr, Ort Rossauer Kaserne 01, 09, 0 Wien, Schlickplatz 6. Die Wiener Polizei lädt herzlich zum Tag der Wiener Polizei in die Rossauer Kaserne ein. Am Samstag, den 21. September 2024, erwartet Besucherinnen und Besucher ein spannendes und abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Highlights des Tages, Aufführungen der Polizeimusik. Wien. Lassen Sie sich von den musikalischen Darbietungen der Polizeimusik Wien begeistern. Mehrere Aufführungen sorgen den ganzen Tag über für beste Unterhaltung. Vorführungen der Polizeidiensthundeeinheit. Erleben Sie die beeindruckenden Fähigkeiten unserer Diensthunde in actionreichen Vorführungen. Einsatzvorführungen der WEGA. Die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung, WEGA, zeigt spektakuläre Szenen aus ihrer Einsatztätigkeit. Hier können Sie hautnah miterleben, wie die Spezialeinheit auf verschiedenste Einsatzlagen reagiert. Vorstellung der Polizeidrohnen. Moderne Technologien wie Drohnen werden bei der Wiener Polizei immer wichtiger. Bei den Polizeidrohnenpiloten können Sie erfahren, wie diese Technik den Polizeialltag unterstützt. Vorstellung des Entschärfungsdienstes, Direktion Sondereinheiten. Lernen Sie die Spezialisten des Entschärfungsdienstes kennen, die in besonders kritischen Situationen zum Einsatz kommen. Kinderprogramm, auch für die jüngsten Besucherinnen und Besucher ist bestens gesorgt. Es wartet ein buntes Kinderprogramm mit Schminken, einer Hüpfburg und einer Zirkusarena. Spaß ist garantiert. Die Wiener Polizei freut sich auf viele Besucherinnen, Besucher und natürlich zahlreiche Familien, die diesen Tag gemeinsam erleben möchten. Für Interessierte am Polizeiberuf stehen unsere Recruiting-Kolleginnen und Kollegen mit Rat und vielen hilfreichen Informationen zur Verfügung. Es ist keine Anmeldung erforderlich.
kommen Sie einfach vorbei und genießen Sie einen ereignisreichen Tag mit uns. Für das leibliche Wohl ist vor Ort gesorgt. Entziehung der Anhaltung, zwei unbeteiligte Pkw touchiert und auf Beamten zugefahren. Festnahme, 16. September 2024, 17.45 Uhr. Vorfallsort, 2. Welistraße. Nachdem Polizisten der Polizeiinspektion Vorgartenstraße einen Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit wahrgenommen hatten, hielten sie diesen an. Als sich die Beamten dem Fahrzeug näherten, fuhr der Pkw-Lenker los, wobei er zwei unbeteiligte Pkw touchierte. Anschließend raste er auf einen Beamten zu, der sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen musste. Dabei touchierte er den Arm des Polizisten mit dem Seitenspiegel, sodass Teile der Verkleidung abbrachen. Der zweite Beamte nahm indes die Verfolgung auf. Der Flüchtende beschleunigte seinen Pkw massiv im Bereich der Kreuzung Welistraße Friedrich-Hillegeist-Straße kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Bauzaun sowie mehrere Verkehrspoller. Mit dem Querstellen des Funkwagens und der Abgabe von Schüssen auf einen Reifen des PKWs wurde dieser schließlich an einer weiteren Flucht gehindert. Im Zuge der Festnahme musste Körperkraft angewendet werden. Im Pkw des Beschuldigten, einem 32-jährigen österreichischen Staatsbürger, befand sich seine Gattin und die 4 Monate alte Tochter. Im Zuge der weiteren Amtshandlung verweigerte der mutmaßlich durch Suchtgift beeinträchtigte 32-Jährige die amtsärztliche Untersuchung. Weiters stellten die Beamten fest, dass er Verwaltungsstrafen in Höhe von 33.000 Euro offen hatte. Der 32-Jährige wurde wegen diverser strafrechtlicher und verwaltungsrechtlicher Delikte zur Anzeige gebracht. Das waren alle Meldungen des heutigen Tages und das war Radio Gustav. Bei Rückfragen zu den Meldungen wenden Sie sich bitte direkt an die LPD Wien. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung dieser Folge. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Passen Sie auf sich auf. Das waren die offiziellen Tagesmeldungen der Landespolizeidirektion Wien. Radio Gustav sagt Danke fürs Zuhören. Feedback bitte an office@radiogustav.at. Missing Link.